Also, ich bin in Moers geboren und bin dann halt direkt nach Duisburg gezogen, wo ich dann 2 Jahre gelebt habe. Hab davon natürlich nicht viel mitbekommen als Baby. Bin dann in Wilhelmshaven aufgewachsen und habe da eigentlich alles mitgemacht soweit und bin dann mit 19 nach Erfurt. Hab da meine ersten 2 Profijahre gehabt und bin jetzt glücklicherweise wieder hier in Duisburg gelandet. Ist natürlich eine schöne Sache, wenn man weiß, dass man auch wenn man nicht viel von den Jahren mitbekommen hat, die man in Duisburg schon gelebt hat, dass man wieder zurück am Ursprung ist. Ja, das freut mich natürlich umso mehr. Ja, und deswegen freue ich mich einfach, jetzt hier für den MSV zu spielen und ja, deswegen gebe ich vielleicht noch mal ein paar Prozent mehr hier. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf meine Leistung, weil wenn man sich die Mannschaft anguckt, da hat man mit Bollmann, Bajic, Doom, 2 Spieler in der Viererkette, 3 Spieler, die schon Erstliga gespielt haben oder zweite Liga und die vielleicht Neuland haben mit der dritten Liga, aber das denke ich mit ihrer Erfahrung und Routine locker runterspielen. Kingsley kommt jetzt von Fürth, oder genauso wie De Witt aus Kaiserslautern. Ich denke, wir haben eine sehr erfahrene Mannschaft und ich bin, so wie es ist eigentlich auch in den letzten Jahren für mich gewesen, wieder ein junger Spieler einfach, der viel von den anderen lernen kann. Und deswegen ist es eigentlich so, dass ich meine Erfahrung mehr oder weniger für mich behalten kann, weil ich wieder viel mehr dazu lerne und einfach meine Erfahrung versuche einfach in mein Spiel einzubringen. Aber dann auch nicht vergessen darf, dass ich noch viel, viel, viel dazu zu lernen habe und dass ich noch sehr viel von meinen Mitspielern lernen kann. Und gerade deswegen ist es auch sehr schön, in dieser Mannschaft zu spielen, weil man halt gerade so viele erfahrene Spieler hat. Und ja, deswegen, klar habe ich schon einige Spiele gemacht, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, dass ich mich als erfahren einstufen würde. Also, das ist natürlich eine sehr bittere Niederlage gewesen. Ich denke, wir waren die bessere Mannschaft, haben uns dann, ja, 2 Eigentore innerhalb von einer Minute selber reingelegt und dann ist natürlich schwer, das noch aufzuholen. Dann hatten wir noch einen frühen Platzverweis in der zweiten Halbzeit und dann wird es natürlich schwer für jede Mannschaft. Aber ich denke, wir haben trotzdem unser Bestes gegeben und ja, letztendlich hat es leider nicht gereicht. Aber wir müssen jetzt einfach ja, den Mund abwischen und sehen, dass wir das Spiel gegen Regensburg gewinnen. Ich schätze sie sehr stark ein. Man hat auch gesehen, am Montag hatten sie auch ein Spiel gegen Union Berlin, wo sie ähnlich unglücklich ausgeschieden sind wie wir. Ich denke, sie wollen jetzt auch langsam an ihren ersten Dreier einfahren und wir müssen natürlich versuchen zu verhindern. Ja, und wie gesagt, ich denke einfach, wenn wir unsere Leistungen abliefern, ähnlich wie wir es gegen Paderborn oder auch im ersten Spiel gegen Heidenheim gemacht haben, werden wir ja, die 3 Punkte holen. Also ihr spielt auf Sieg am Samstag. Wir spielen definitiv auf Sieg.